Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren schönen Folge von Ark Survival Ascended. Wo war ich stehen geblieben? Bei uns auf dem Kanal. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Warum? Ich weiß gar nicht, warum ich gerade verwirrt war. Ganz ehrlich, ist das schon ein Anzeichen für ja, geistige... Definitiv, ja. Eindeutig. Eindeutig, Leute. So, was wollte ich jetzt machen? Pass auf, wir machen mal... Die Türen genau, letzte Folge haben wir diesen süßen kleinen Michel hier gesehen, rot, ja. Dunkelrot, rosa, orange. Ich versuche hier gerade. Der hat mal richtig gut Level und das wäre so einer, den wir gerne für unsere Kampftruppe hätten. Wir müssen so langsam anfangen, unsere Kampftruppe aufzubauen. Ja, richtig. Und wir stehen ja auf rote Tiere. Also unsere Kampftruppe wird auch wieder alles rote Sattel haben, ja. Damit wir die gar nicht irgendwie aus Versehen für was anderes hernehmen oder so. So, wo ist er denn? Da hinten. Okay, da pass hinten. Auf. Soll ich ihn, darf ich ihn? Oh, gern. Also wenn du das machen möchtest. Ich wäre bereit. Nein, nein, nein. Er kommt. So, wenn du dann direkt durchfliegst, ich mach dann zu. Mach ich. Ist er noch hinter mir? Er ist sehr dicht hinter dir. Ja. Lalalala. Gib mal Gas. Oh, jetzt rennt er aus. Oh, jetzt rennt er auch noch vorbei. Ach komm. Jetzt kommt er. Nochmal, wir zwei. Hm? Oh, dann muss ich durch. Ist er hinter mir? Hinter dir schon, nein. Aber das Falsche hinter dir. Komm her, Digga. Geh zu. Da. Ja, jetzt hast du wieder aufgemacht. Ah. Ja. Ach Mensch. Das war jetzt nicht so. Da hätten wir uns vielleicht absprechen müssen. Ja, genau. Ich dachte, du bist nicht schnell genug. Quest. Ich bin immer schnell genug, weißt du? So, pass auf. Ich versuche wieder durchzufliegen. Ach so, ja. Nee. Huch. Nee. Komm her, komm her. Ich mache jetzt nichts. Nein. Schieß ihm aber trotzdem weiter an den Arsch. So ist es nicht. Ja, warte. Er ist auch weiter sauer auf dich. Das ist gut so. Du kannst... Hallo? Kommst du bitte? Ich kann dich auch weiter beschießen. So ist es nicht. Jetzt, glaube ich... Nein. Nein? Du, Digga, jetzt sag mal. Du bist doch sonst nicht so. Er ist aber gar nicht so dumm. Nee, dumm ist er nicht. Wo ist er denn hin? Da. Er ist nicht nur ganz schön rot, sondern auch ganz schön schlau. Ich kriege dich durch, ich schon. Na, ja. Ich glaube, du musst deinen Bogen weitermachen. Der meinst du? Dreht immer zu schnell wieder um, ja. Mit der Haut nicht halt. Nein, immer noch nicht. Jetzt aber, oder? Nee, er dreht wieder. Na? Das ist immer so ein Spiel mit dem Feuer. Du siehst es halt nicht, weil das halt. In der Zeit habe ich ihn ja schon 10-mal. Genau, wollte ich gerade sagen. Jetzt geht er rein. Aber so schön reingegangen. So schön reingegangen. So. Oh, jawoll. Digi, ist doch nicht so schwer gewesen, oder? Bist doch nicht so... Ist aber ein bisschen beleidigt. Nein. Der ist oben raus. Sag mal. Oh, da hinten ist noch eins. Ja, jetzt hat er mich aber richtig erwischt. Ist er wieder drin? Oh, der ist ja auch hübsch. Du, kannst dich mal hier kurz, ganz kurz konzentrieren? Vielleicht geht es. Würdest du... Jetzt wäre er wieder... Erst mal zumindest kurz, ne? Jetzt muss ich den irgendwie hier drüben halten. Ja, der ist vorher irgendwie so hochgebackt und deswegen ist er dann oben rausgekommen. Ja. Okay. Ja, umso mehr ich in den reinknalle, weißt du, umso besser. Wir sind bei der Hälfte, Torpor ungefähr. Bei der Hälfte erst? Ja. Ja gut, der ist auch wieder groß, ne? Ja, der hat 378 Level, also... Ja, das dauert ein paar Sekunden. Ein Torpor von 21.848. Mal, wie er mich anschaut. Hallo. Schieß ihm weiter ins Hinterteil rein. Na du, mit deinen großen Krallen, hm? Okay, dann haben wir wieder einen kleinen Bug hier. Die Gölle, du wirst unser sein. Ist das Mädchen oder Junge? Weißt du es einer? Das ist ein Female, ein Mädchen. So. So.
So, und ich habe auch meine Schrotflinte ein bisschen aufgewertet. Da könnte man vielleicht nochmal versuchen, den Brachio zu bekommen. Vielleicht klappt das mit einer Schrotflinte. Aber da müsste ich halt zu Fuß unterwegs sein, weil mit dem Greifen ist das immer ein bisschen blöd. Auf jeden Fall. Ja, ja. So, wie schaut es denn aus, Torpor-mäßig? Torpor-mäßig sieht es ganz gut aus. Wir sind so 3/4. Okay. Und geht fleißig weg. Mein Viech ist auch noch da, ne? Mein Greif ist ja irgendwo. Da. Der steht neben meinem beim Airbus. Nicht meinem, deinem Airbus. So, jetzt müsste er gleich fallen, ne? Und du hast Kibbel dabei. Das dauert ein bisschen. Ja, und wenn, dann gucken wir da oben. Also. Wir sind ja fast zu Hause. Na, Buggy Bug, komm. Ja, es dauert noch ein bisschen. Also wir sind bei 19.000 von 21.000. Okay. Jetzt gerade geht es sehr langsam hoch. Also ich weiß nicht, hast du mir jetzt irgendwie... Nö. Jetzt geht es wieder ein bisschen schneller. Jetzt sind wir gleich bei 21. Ja, man muss einer halt den... vielleicht noch. Und tschüss. Oder? Ja, aber gleich. Na dann, hau noch einen. Ich hau noch einen nach. Und da ist er schon. So, du hast noch einen anderen gesehen, hast du gesagt, ne? Ja, den habe ich aber tot machen müssen, weil der war viel zu nah hier dran. Okay, warte mal, da muss ich mal auf meinen Allee der drauf. War aber eigentlich auch schön, der war dunkelrot, Streifen hatte der drauf und dann einen schwarzen Streifen und unten weiß. Also der war eigentlich wirklich schön, aber wir mussten uns jetzt für einen entscheiden. Naja, es wird noch mehr geben. Und wie gesagt, sobald der durchgezähmt ist, mache ich Destroy Wild Dinos und lasse alle neu spawnen. Ach nee, den Brachio wollten wir davor nochmal versuchen. Ach so, den versuchen, ja. Da fliege ich aber mit meinem Tierchen hoch in die Basis und du nimmst mich in die Krallen vom Agi und dann muss ich das zu Fuß versuchen. Ich kann ja auch mit deinem oder so. Ja, wir haben ja einen Zweisitzer. Genau. Hm. Genau, das geht so. Ja, Leute, wir holen euch gleich zurück, wenn er fertig ist. No? Bis gleich. Genau, das dauert jetzt ein bisschen. Jo. So, da ist er jetzt. Hat ein paar Minuten gedauert tatsächlich, aber... Ja, aber immerhin Level 566 hat er jetzt. Das ist doch was, damit kannst du arbeiten. Genau, und der ist halt noch gar nicht gelevelt, also mit dem sind wir ja noch nicht unterwegs gewesen. Ja, ja, richtig, richtig, richtig. Und von daher, alles gut. So, einsaugen. Schon noch nach oben. Zack, zack, flumm und tschüss. Sehr gut. So, die Knarre werde ich wieder ins Inventar packen, denn wenn hier so ein Pegomastax kommt, der holt sich das Ding gleich aus. So, ich gehe kurz meine Rüstung reparieren, würde ich sagen, und dann machen wir Thema Brachio nochmal. Genau, weil dann werden wir nochmal einmal die ganzen Dinos, die wilden, einmal... Ja. Einmal wegmachen. Einmal wegmachen, genau. Aber wie gesagt, erstmal schnell reparieren in der Reparaturstation. Ist übrigens auch eine Mod, falls ihr euch fragt. Hey, was fehlt hier noch? Zitin. Ich brauche mal ein bisschen hier von diesen anderen Tierchen. Habe ich hier noch irgendwo was rumliegen? Das sieht doch, da war was drin. Moment. Klauen wir uns mal die Hälfte davon. So, jetzt aber. Das waren die Zitinhosen, Schuhe, deswegen. Na gut. Und nachdem Olli ja nicht ohne Tierchen runtergehen will, weil er sonst sich immer auch noch ums Tierchen kümmern muss. Ja. Werde ich heute mit Baldur fliegen und nehme ihn mit hinten drauf. Ja. Das finde ich gut. So, wartet kurz. Da werde ich nochmal das Fleisch schnell in die Box machen. Und dann schauen wir mal, ob das diesmal mit der Schrotflinte klappt. Da habe ich nämlich keine Ahnung. Ach hier, zack, rein damit. So. Genau, du hast gesagt, welches Kibbel braucht der? Das Gelbe. Auch das Gelbe, okay. Wie komme ich denn hier hoch? Da muss ich, glaube ich... Aufspringen ist gut. Hä? Ich konnte doch mit drauf sitzen normalerweise, oder? Weiß ich nicht. Ich komme nur ins Inventar. Nee, du musst drauf springen. Du bleibst drauf stehen, wenn du drauf stehst. Nein, das ist aber... Ja, komme ich gar nicht hoch. Der ist ach, so... der hat ja einen Sattel. Vielleicht deswegen? Kann sein. Weiß ich nicht. Warte mal, dann nehme ich mir mal schnell einen ohne Sattel. Ja, schau mal. Wir haben ja genug. Vielleicht liegt das... Nimm irgendeinen, ja, das wurscht. Ja, das Baby. Das Baby! Der Nachwuchs. Na siehst du, geht doch. Ja, das ist, weil ein Sattel da drauf ist. Ja.
da bin ich ja gespannt. Da werde ich ihn mal nerven ein bisschen, dass der sich aufstellt. Irgendwann kriegen wir den, ne? Irgendwann. Jetzt sag mal. So, habe ich die Schrotflinte? Habe ich da? Die 7 ist auf der Pupp. Da werde ich ihn jetzt erstmal kurz mit irgendwas anderem anschießen. Nur, dass er sauer wird. Lopp. So, dann werde ich das hoffentlich überleben. Wenn nicht, muss ich ganz schnell abhauen. Ja, ich bin hier. Du brauchst bloß auf mich draufspringen. Und, also nicht auf mich, sondern... Du weißt schon, was du... Ja, ja. Stell dich auf. Sei sauer. Hallo. Werden Sie bitte jetzt sauer. Ich habe dich angeschossen. Wirst du jetzt bitte sauer? Jetzt ist er sauer. Komm, stell dich hin, stell dich hin, stell dich hin. Jetzt stellt er sich hin. Oh ja, das gibt deutlich mehr Torpor. Oh, ja. Aber es geht halt leider auch wieder zackig zurück, ne? Stell dich hin, stell dich hin, stell dich hin. Bist du schon wieder entsauert, Mäuschen? Ja, das ist tatsächlich... Jetzt brüllt er. Boah. Wenskin. Ist er gleich wieder auf Null. Ehrlich? Boah. Ja, du wirst doch nicht mich angreifen jetzt, oder? Doch, wird er. Jetzt... Oh, Alter, ich bin fast tot. Verdammt. Alter Schwede. Also der ist aber echt. Uhu. Ja, also ich weiß nicht, wie man das macht, weil bis der sich wieder aufstellt, ist er wieder auf Null. Kann ich den nicht noch weiter reizen? Nee, ne? Wenn natürlich ständig irgendein Viech dazwischen rennt. Boah, das ist eigentlich... Okay, das ist jetzt gut. Jetzt ist es aber... Jetzt habe ich kein Strom mehr. Oh, ich bin gleich tot. Okay. Also jetzt bist du immerhin schon mal auf 3000. Das war jetzt fast ja, ein aber Viertel. Ich bin gleich tot. Wo bist denn du? Du musst mich nach Hause bringen, schnell. Bring auf. Ja, ich würde gern. Jetzt. Und tschüss. Weil ich bin wirklich tot. Ja, ich muss ihn erstmal in die andere Richtung locken, weil der ist natürlich hinter dir jetzt her, ne? Verdammt. Ich habe jetzt ganz viel Munition durchgerotzt. Ja, schau mal, Torpor, das ist, also der geht so schnell wieder runter. Ja. Boah, na eben. Also bis der sich wieder aufstellt, ist er eigentlich immer wieder auf Null. Das war jetzt beim letzten Mal, war es jetzt tatsächlich so, dass er ein bisschen mehr, also da war es tatsächlich mal ein bisschen besser. Okay. Aber ganz, wisst ihr, also das wird ja ewig dauern, ganz ehrlich. Ja, ja, da müssen wir uns klein finden. Nee, wir machen Destroy Wild Dinos und dann gucken wir, ob wir irgendwo ein kleiner Spawn zu Level 3, Level 4. Ich glaube, das ist besser, oder? Ja. Ja, okay, Leute, dann mache ich das kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn wir das hier durchhaben. Ne? Bis gleich. So, wir haben die Nacht abwarten müssen, weil das war einfach zu dunkel. In der Zeit habe ich ein bisschen Holz geholt, ein bisschen Stroh geholt und hier den Roten ein bisschen gelevelt. Der hat jetzt 581er Level und wird dann natürlich Bestandteil von unserer Kampftruppe. Was wir noch weiter brauchen, ist natürlich ein roter Juti. Und ich habe über Nacht alle wilden Dinos gekillt. Also alles, was jetzt neu kommt, sind Eventfarben und hoffentlich auch dieses riesen Libellenviech. Was wir dann auch noch brauchen... Die Wildenviecher. Ja, und du hast gerade irgendeinen Hirsch entdeckt? Ja, ich weiß bloß nicht, ob er noch da ist. Ach so. Ich glaube, der ist gar nicht mehr da. Der war neongrün und hatte blaue, dunkelblaues Geweih. Mhm. Aber hier liefen gerade so viele Kanus rum und so. Ich denke, dass der das gar nicht überlebt hat. Truthahn. So, komm, wir machen mal schnell den Truthahn weg hier. Weil die sind dann natürlich auch neu gespawnt, ist klar. Und vielleicht diesmal ein paar mehr als sonst. Ja, Dickerle, du bist ein so ein Wilder.
So, schauen wir mal, wie viel haben wir bekommen? 5. Siehst du wieder 5? Hast du jetzt schon ein paar mehr? Und jetzt habe ich natürlich gerade einen Haufen. Hier wäre eine Schnecke. Hast du denn Gemüsekuchen? Ja. Na, warte mal, hier gibt es gerade ganz viele andere kleine Gemüse. Ja. Bin schon am. Diese Viecher. Genau, also auf die Null den Gemüsekuchen, ne? Oder willst du das? Ja, ich gebe ihn dir. Ach so. Was hast denn du jetzt schon wieder geholt? Ich hab die Mutter getötet, aus Versehen. Warum? Wir haben 900 Millionen Viecher da oben. Ich hab die Mutter getötet. Ja, du kannst nicht jedes Tier mitnehmen, von dem du die Mutter tötest. Das geht doch nicht. Das Kleine aber schon. Das guckt schon jetzt mal. Auch noch so, ja, es guckt jetzt auch noch so süß, weißt du? Ja. Irgendwann wird der ganze Server abstürzen. Tschüss. Der Rappi macht die Schnecke. Ja, das war klar, wir wollen ja auch die Schnecke haben. Warte, der ist auf mich fixiert. Ich nehme den mal weg hier. Ich habe ja auch gerade erst meine Rüstung repariert, weißt du? Vor einer Sekunde. Gefühlt einer Sekunde. Bin ich noch oder nicht? Hast du jetzt oder hast du nicht? Da ist ein Otter. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt. Die Schnecke lebt noch, ja. Ach ja. Hallo, lebt. Schnecke. Ach, und das ist Passivzähmung? Wenn das ich aber da wieder dieses E nicht habe? Oder hast müssen du die, das? Müssen wir die betäuben? Nee, hä? Nee, ich habe ja kein Gemüsekuh. Nee, ich habe auch nicht das E. Nee, da müssen wir die wahrscheinlich doch betäuben. Also ich kann dir das, ich kann dir die schon, den Gemüsekuchen schon geben. Aber ich habe kein E. So, nee, wenn du keins hast, dann ist das wahrscheinlich so. Ja, komm, dann. Zack, rein. Na gut, die ist ja relativ klein. Aber ich habe keine Schadenszahlen. Und dann müssen wir die. Also kriegt auch kein Torpor. Nee, dann ist es nicht richtig. Dann gib mir mal den Gemüsekuchen. Ja, warte. Ach nee, oder muss man den vor sie legen und sie frisst den dann? War das so? Boah, ich weiß nicht. Ich geb dir den mal. Ja, gib mir den mal. Ja, damit. Nee, oder die ist jetzt sauer auf mich, das kann auch sein. Was ist denn jetzt schon wieder? Boah, ich. Oh, ja, ich kümmere mich drum. Mach du die Schnecke, komm. Ich krieg die gerade nicht. Die hat aber einen schönen Schleim. Alles Schnecke. Oder muss ich die schlagen? Was ist denn jetzt schon? Oh! Auch. Es hört nicht auf, oder? Junge, Junge. Na, jetzt ist er. Schnecke? Nein, die lebt immer noch. Die ist nur eingesaugt, aber ja, wir können nichts machen. Hallo. Achso, ich habe den noch nicht. War das nicht so, dass man die da vorlegen muss und sie frisst den dann oder sowas? Aber wenn ich es nur wüsste. Ich kann ja mal einen abteilen. Was denn du? Und dann werfe ich einfach mal vor ihr Gesicht einen hin. Da, friss. Ja, die ist völlig unbeeindruckt davon. Hallo, Schnecke? Nö, das will die nicht. Warte mal, ich versuche mal hinten nochmal drauf zu schießen. Nee, passiert auch nichts. Dann schlage ich sie mal jetzt mit meinen Fäusten ohnmächtig, ja? Mit die Arme hier, mach mal. Mensch. Hallo. Mensch, was ist hier für Geräusch? Ist sie jetzt ohnmächtig? Nee. Ich weiß nicht. Sie hat sich einge. Nee, ich glaube auch nicht, dass das so hinhaut. Oder Mecho-Berries oder was? Keine Ahnung. Nee, hilft ja auch nicht. Du brauchst Gemüsekuchen für die Biester, glaube ich. Nee, das ist schon richtig. Warte mal, vielleicht musst du warten, bis sie wieder rauskommt. Na, hat die schon ein bisschen Benommenheit? Warte mal. Ja, die hat schon Benommenheit. Aber das geht gerade wieder zurück. Schau mal drauf. Ach ja, tatsächlich. Okay, dann weiter. Ach Mensch. Ja? Entschuldigung. Mhm. Nochmal?
Sie hat sich wieder eingezogen. Du kannst jetzt lange machen. Du musst warten, bis sie wieder rauskommt. Echt? Passiert da gar nichts? Nein. Verdammt. Da hinten kommt dein Kumpel. Ach, Mensch. Schnapp ihn dir. Da ist er wieder. Ich hau dir jetzt Gemüsekuchen rein. Rein damit. Ja. Das sieht gut aus. Also ihr müsst sie schlagen, bis sie bewusstlos ist. Genau, und die muss, also die braucht wirklich ein Gehege, weil die muss man tatsächlich auch wandern lassen, damit sie die ganze Zeit geilen Zement macht. Zement macht, ja, genau. Oh, die hat aber ganz, das bewusstlos geht aber flott weg bei der. Ich hol mal eben ein bisschen Narkoberichs, wenn ich irgendwelche finde, zufällig. Na, komm mal hier. Alle in meine Tasche, bitte. Blaue ist auch schön. Sie ist auch eine Eventfarbenschnecke. Eventfarbenschnecke, jawohl. Ich steine das da. Das hört sich aber eklig an. Oh, oh. Ah. Ah. Wir müssen weglocken, den Kerl. So. Ist auf. Jam, jam. Megatherium da hinten, das kommt dann auch gleich mit kämpfen. Nö, das war ganz friedlich. Ich habe ja gerade den Kanu daneben platt gemacht. Okay. Wahnsinn. Ja, die braucht natürlich jetzt eine Weile, ne? Ich glaube. Naja, die ist ja bloß Level 27. Sie muss bloß einmal fressen und dann ist, glaube ich, schon wieder durch. Den leckersten Gemüsekuchen, den sie auf dieser ganzen... Aber den allerleckst. Ich habe ihn noch ein bisschen garniert mit so Petersilie noch oben drauf und so. Ne? Das ist natürlich... Also das Auge isst ja auch mit, ja. Aber die hat... Eigentlich hat sie Hunger. Eigentlich hat sie ganz schön Hunger. Hm. Friss jetzt. Lecke. Der hat aber gerade eben schon gefressen, also. Nee, das war die Narkoberis hat sie gefressen. Achso, die Narkoberis hat sie gefressen. Das dauert aber alles sehr lang hier heute. Ja, Level 27. Da muss ich gleich mal kacken hier. Ja klar, mal raus damit, Mensch. Ja, ja. Oh, oh. Ja, guckt schon. Der kleine... Na, also, ist doch schon fertig. Ich nehme mir den Gemüsekuchen raus. Hab ich schon. Warte. Das ist Schnecki. Schnecki, jawohl. Hast du benannt, Schnecki? Ja. Schnecki. Und tschüss. Genau, Gemüsekuchen. Also wir brauchen natürlich auch wieder zwei. Hast du Männchen oder Weibchen? Hast du mal geguckt? Ich habe... Da gibt's doch gar kein Geschlecht. Nee, da gibt's... Die sind geschlechtslos. Was? Ja, die vermehren sich wie die Karnickel. Aber trotzdem braucht's zwei, ne? Also ja. Es ist... Wahrscheinlich. Vielleicht. Die können ja ihr Geschlecht anpassen, weißt du? Das ist ja wie in der heutigen Zeit. Dunkelblaue Petale? Ja, auch schön. Hallo. Er ist hübsch. Komm, wir fliegen mal ein bisschen rum, ob wir Brachius sehen. Hübsch. Brachius und natürlich immer noch einen Tapichara für dich. Ja. Eisern. Wir haben Flugschafe. Ui. Tu mal mit denen. Aber die sind weich, die landen ja, weich, weißt du? Wollig, immer schön wollig. Genau, deswegen, weil sie machen so richtig puff und dann geht es noch mal ein bisschen nach oben und puff. Ja, ist richtig. So, liebe Tapijaras, wo seid ihr? Zeigt euch. Wer hat mich da gerade angebrüllt? Was? Wer brüllt dich hier an? Wo bist du denn? Ach, da oben. Ich weiß nicht, wer dich immer anbrüllt. Ja, da müssen wir natürlich gucken, dass wir auch einen anderen roten Holzmichel finden, ne? Ja, naja, wir können ja mal zähmen mit hoch und hoffen, dass ein kleiner Butter noch rauskommt. Also, ja, das stimmt. Ist ja so. Die Kanus. Es ist übrigens ganz, ganz schlimm, wenn ich eine bestimmte Farbe haben will und es dann zähme ich wieder und wieder und wieder und dann haben wir halt irgendwann 100 Tiere, weil ich einfach nicht die richtige Farbe bekomme. Na, hier ist aber ein bisschen was los hier. Wasser gesprungen. War es? Das ist ein Para, ne? Und ein kleiner Mini-Griffon. Die haben übrigens jetzt eine Satteltasche für den. Habe ich schon aufgesetzt. Ja, ach Mensch. Hat den kleinen Rucksack auf.
Mini-Griffen möchte ich auch noch einen haben, aber natürlich auch einen blauen. Was? Habe ich gerade ein Pferd gesehen? Oh nein. Ja, Pferd. Ich habe keine Möhren dabei. Oh, ich hole. Hier ist ein rotes Pferd. Das rote Pferd? Da hat ist das rote... das rote Pferd? Oh, der kleine greift es die ganze Zeit an. Ist das ein blauer Greif? Nee, leider ein brauner Greif. Da warte ich kurz auf dich hier, oder? Ja, behalt's im Auge bitte. Das haut gerade ab. Ja gut, wenn das... Deswegen sollst du es im Auge behalten, bitte. Ja, wenn das wild ist, kannst du das eh nicht. Mit Zähmen, mit Möhrchen. Deswegen musst du es im Auge behalten. Behalt's im Auge. So, der kleine Greifi ist weg. Direkt unter unserer Basis, hast du das eigentlich gesehen? Da steht eine kleine Ruine. Ja, da ist eine Note drin. Die müssen wir uns auch noch holen irgendwann. Ja, ja, ja. So, das ist natürlich der Spaß des Jahrhunderts, so ein Pferd zu ziehen. Karten. Ja, das ist überhaupt gar kein Spaß. Das ist richtig blöd. Und da müsste ja eigentlich theoretisch auch ein Einhorn gespawnt sein. Ja. Da müssen wir mal in der Region entweder an dieser komischen Schlucht gucken. Das ist, wenn man hier einfach geradeaus weiterfliegt, kommt irgendwann so eine Schlucht, die heißt auch irgendwie Schlucht oder so, Schmugglerspfad, genau. Oder bei uns, wo wir damals unsere Startbasis hatten, da spawnen die auch. Mhm. Ja, oder da, wo wir jetzt sind, aber da kommt natürlich, da spawnt natürlich nichts mehr, weil wir alles zerbaut haben. Also unser allererstes Einhorn haben wir dort gesehen, wo jetzt unsere Basis steht. Ja, genau. Das war das erste Einhorn, was wir je gesehen haben. Jetzt haut er ab. Ich habe nicht mal irgendwas gemacht und schon ist er... Der hat dich gesehen. Ich werde mal drüber nachdenken. Ich sehe hier gerade komisch. Oh, hier alles. Hallo, Party. Ja, bin direkt über dir. Ich habe übrigens Karotten dabei. Sehr gut. Dann gib mal her. Achso, dazu sollte ich landen. Das wäre... ja. Ich tue es mal in meinen Vogel rein. Ja. Vogel, Vogel, da. So. Und jetzt wird's lustig. Wo sind sie denn? Oder ist das rote Pferd? Sie, hast du mehrere gesehen? Ach ja. Ja, ja, zwei. Aber ich befürchte, liegt ja eins tot. Nee. Nee, das ist irgendwas anderes. Das war kein Pferd. So, da müssen wir mal schauen. Jetzt ist das da hinten, ne? Siehst du das rote Pferd ist hier am Strand. Okay. Direkt unter mir? Ich werde das Ei jetzt nicht klauen. Besser nicht. Hallo Pferdchen, ich bin gar nicht da, ich bin gar nicht da. Tralala und hopsasa. Hallöchen. Ah! Ach, das ging aber jetzt... Das ging aber schnell. Bin ich ja nicht böse. Und tschüss. Oh. Wer möchte denn schon wieder... Keine Ruhe. Dieses aggressive Pack, weißt du, und du mögst die so, du magst die so haben, weißt du, immer wieder. Nee, mag ich nicht. Na. Aber wenn ich halt die Mutter töte, was soll ich denn machen? Das ist... So, hast du jetzt das andere Pferdchen noch irgendwo? Achso, nee, das habe ich nicht gesehen. Ich habe bloß das rote gesehen. Da drüben ist ein Bär. Bären braucht man nicht. Nee, das rannte hier auch rum. Aber das war nicht so besonders hübsch. Nö, dann nicht. Nö, dann nicht. Dann gucken wir mal weiter. Ja. Wir haben hier immer noch Mission Tapichara, ne? Ja. Die ist... Hast du es wieder gesagt? Oh, nee, ich habe nur gesagt, dass wir die Mission haben. Ich habe nicht gesagt, dass wir einen suchen. Ach so. Ja, und Baumkatzis werden ja jetzt auch in schönen Farben spawnen übrigens, ne? Ah ja, da müssen wir nachher mal mit die Katzis reingehen. Ja. Mal so ein bisschen zu Fuß. Was denn jetzt schon wieder? So. Hat sie denn jetzt schon wieder entdeckt? Das weißt war, du? Bist du irre? Mhm. Ach so. Da war so viele Peter. Überall. Da ist ein Agi. Ist noch ein hässlicher Michel. Ja, und was auch immer schöne Farben hatten damals, das waren die Tech-Tiere. Oh, die waren schön, ja. Die haben echt tolle Farben gehabt. Oh, du kriegst gleich Besuch. Mücken. Nein, krieg ich gar nicht. Mückenbesuch.
Nee, was seid ihr? Soldaten. Jetzt seid ihr tot. Genau, drauf geschissen. So, Peterse hetzte ja ohne Ende. Da unten ist eine Hyäne. Ja, da müssen wir mal Richtung Strand weiterfliegen. Dass wir vielleicht da noch ein Brachio sehen irgendwo. Kleinen Level, kleinleveligen. Was ist da unten los? Ein Affe prügelt hier auf Terrorbirds ein. Jawohl, werde ich, Junge, werde ich. Du schaffst das. Was denn du? Achso. Wir machen auch einen Krach, die Terrorbirds, ne? Das ja, ist, ja. Oh. Hier ist ein Spino, haben wir auch noch keine, weißt du? Oh, Spino, welche Farbe? Jetzt hat der wenigstens eine schöne Farbe. Nö. Vielleicht. Aber hier ist ein Brachio hier hinten. Den könnte man eigentlich fast umbringen. Aber Spino-Fächer brauchen wir halt auch noch, gell? Ein Brachio zwischen den Haufen Brontos. Jetzt seht ihr mal den Größenunterschied. Dass die noch um einiges größer sind. Level 513. Ey. Nee, da haben wir keine Chance. Da haben wir keine Chance. Welches Level? 513. Nein. Wahrscheinlich nicht. Verdammt. Hast ja keine Chance. Haben wir den anderen schon nicht erwischt, weißt du? Nee. Wir brauchen was Mini-Mini-mäßiges. Ganz was Kleines. Oh. Hier ist ein Zebra gewesen gerade. Ah, hier sind lauter Pferde. Was? Oh ja. Also ich hätte noch, aber du hast ja hier die Alu-Party gerade. Pass auf, neben ja, dir. Ja, ja. Drei mit einem Streich. Oh, der Agi ist ja auch nett. Jetzt bist du sauer, oder? Dicker. Nö. Boah, der sieht aber toll aus. Oh, Der Brachio? Oder der Agi? Der Agi hier. So, hinter ja, ja. Mir. Also jetzt nicht meine Farben, aber der hat tolle Farben. Rosa, Rot, Gelb. Hat gerade ausgetreten, ja. Leute. Ich will den nicht töten. Den Agi? Nee, bitte nicht. Ja. Den holen wir uns. Willst du jetzt bist noch... bereit? So, du hast... Achso, deswegen. Deswegen soll ich bereit sein, ja. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen? Kommen Sie noch mal zurück. Ich komme noch mal zu Ihnen gepflegt. Komm halt nicht ran an den. So, der hat eine gekriegt. Welches Level hatten der, weißt du nicht, ne? Ja, keine Ahnung. Ich habe bloß die Farben gesehen. Habe ich wahrscheinlich dich getroffen. Was? Ja, tatsächlich. Ah ja, du hast auch mal eine verdient, weißt du? Hinter dir ein Zebra? Ah! Wenn du ja gleich nebenbei zählt, weißt du? Naja, der ist beschäftigt. Und der scheint kein kleines Level zu haben. Ja, notfalls muss ich die 143 Mädchen. Notfalls muss ich die Armbrust rausholen, weil die macht ein bisschen mehr Damage. Ja, also 243 hat er, ne? Okay. Aber jetzt habe ich meinen Greifi getroffen. Und ist etwas über der Hälfte erst. Ja, der soll sich ruhig auf mich konzentrieren oder auf dich, je nachdem. Was? Au! Die Pferde hier immer wild. Ja, ja. Oh, jetzt haut er ab. Oh, ist soweit. Ja, ja. Kannst du den nochmal zurückpullen? Oder? Ja, schauen wir mal. Nee, er hat kein Interesse mehr an mir. Was? Hoch. Ja, ich muss natürlich erstmal wieder eine Woche nachladen. Ich sehe ihn aktuell gar nicht. Ach. Siehst du mich? Ich bin direkt hinter ihm. Wo der jetzt landet, das weiß ich allerdings ja. Dann nicht. Ne? Naja, wenn er jetzt runterkommen würde, wäre es gut. Ja, ja, aber das ist, da ist mein Greifi ist da nicht fähig dazu. Jetzt ist er über dem Wasser, oder? Nee, noch nicht. Aber gleich. Warte, ich lenke mal wieder hier rüber. Weil der versucht, mir auszuweichen, weißt du? Ja.
Nee, ich komme nicht ran. Scheiße, das ist blöd. Du kannst von dem Greifen aus nicht schießen. Ich dachte, von dem kann man gerade gut schießen. Ja, ja, aber nicht, wenn sich jetzt was... Jetzt halt wieder? Nicht, wenn sich was großartig bewegt, dann hast du keine Chance. Hab ich dich getroffen? Nee. Na, ich komme nicht runter, nee. Ich kann auch nicht nach unten schießen mit dem Greifen. Das geht nicht. Wo ist er denn? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das ist eine Scheiße, ehrlich. Ist er hier reingeflogen irgendwo? Ich sehe gar nichts aktuell. Außer Busch, Busch. Hier Busch. Ist er wieder. Ja, ich nütz nix, also. Es hilft nix. Ich sehe nur Blätter. Ist direkt vor dir. So, das wäre Queen. Ich glaube, er ist runter, oder? Ich weiß es nicht. Ich sehe gar nichts. Ich höre ihn doch schnarchen. Ja. Und irgendjemand hackt auf ihn ein. Da ist er. Ja. Oh Gott, ey. Achso, was für ein Kibbelverrückt denn der? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich hab mein Dings nicht da. Warte. Oh, das ist schon mal, der hängt in einem Felsen. Ich komme ganz schlecht in sein Inventar. Da ist er. Ja, den Tavis hätte gern Superior, dieses rosa, lila, was weiß ich. Keine Ahnung. Ich komme nicht in sein Inventar. Ah, jetzt hat er. Ja, notfalls hätte ich den was, Stein. Was, das rosa, ne? Ja. Okay. Na, Junge, 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 ey. Was für ein Malheur. Aber hübsch. Mitten im Busch. Genau, hat einen weißen Schnabel, gell? Mhm. Gott, ist das furchtbar hier. Hier kannst du echt keine 10 Meter gucken. Das ist echt krank. Du den überhaupt wieder mal gefunden hast. Oh. Oh, ich hab Hunger, ich hab Hunger, ich hab Hunger. Ist doch was, wir haben doch genug da. Junge, Junge. Eigentlich habe ich ihn bloß schnarchen gehört und bin dem Schnarchen nachgeflogen. Auch nicht schlecht. Mann, oh Mann. Okay, Leute, wir holen euch dazu, wenn er fertig ist, ne? Sonst kriegt man ja hier. Uns dauert es zu lange. Bis gleich. Ja. So, da ist er auch schon fertig. Ist das schön? Genau, da ist er fertig und, achso, warte mal. Ja. Wir haben uns nämlich jetzt entschieden, dass wir diesen Agi, ja, weil er ja so ein Agi ist, ne? So ein Agi? Echt kräftiger. Ja, du bist ein feiner Agi. Schön. Ein echt kräftiger und ein roter. Ja. Und bei der Bienenkönigin zum Beispiel, die fliegt immer oben. Das ist immer echt ziemlich doof. Nee, die Drachen, meinst du, der Drachen? Genau. Also wird das unsere Kampftruppe hier werden? Ja, da hetzt man nämlich ihr viele Agis auf den Hals. Genau, und deswegen werde ich den jetzt auch gleich leveln. Aber ist das schon... Da ist schon das erste Level. Ein Busch-Agi. Wunderbar. Leute, wir sind schon wieder bei 38 Minuten, ich würde sagen... Wir gehen rüber in die nächste Folge und ihr vergesst nicht zu abonnieren und zu... Wo hänge ich denn hier? Zu liken. Ist das furchtbar hier im Busch. Genau, und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.